Eine Regisseurin packt aus, ein Schauspieler soll am Set masturbiert haben. Nach Tod von Kind in Therm im Burgenland wird der Vater angeklagt. Ein Polizist wurde suspendiert, ein seit 2015 verschollenes Sturmgewehr gefunden. Wegbegleiter konnten sich heute von Schauspieler Simone Scheck verabschieden. Und im Bereich Gentechnik plant die EU-Lockerungen. An diesem Freitag, den 16. Juni. Ja, und nach dem Tod eines Mädchens in der Sonnentherme Lutzmannsburg im März wird jetzt der Vater wegen grob fahrlässiger Tötung angeklagt. Die Verfahren gegen den Thermengeschäftsführer und auch den damaligen Bademeister wurden eingestellt. Das Kind war circa 20 Minuten alleine. Im März ist ein Mädchen in der Sonnentherme Lutzmannsburg ertrunken. Nun wird der Vater wegen grob fahrlässiger Tötung angeklagt. Die 5-Jährige konnte nicht schwimmen und war ohne Schwimmhilfe in ein tiefes Wasserbecken gegangen, während er längere Zeit abwesend war, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt. Der Vater dürfte zumindest 20 Minuten nicht bei dem Kind gewesen sein. Dieses war alleine und sprang ohne Schwimmflügel in ein tiefes Wasser. Ein Badegast wurde dann auf das im Wasser treibende Mädchen aufmerksam. Trotz erster Hilfe und Reanimationsmaßnahmen starb er später in der Klinik Donaustadt in Wien. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Vater vor, dass er als Aufsichtsperson die gebotene Aufmerksamkeit und Sorgfalt grob fahrlässig außer Acht gelassen hat. Dies führte zum Ertrinken des Kindes. Keinen Anhaltspunkt für einen Sorgfaltsverstoß gibt es beim Geschäftsführer der Sonnentherme und dem Bademeister. Diese Ermittlungsverfahren wurden eingestellt. Ja, und mehrere Frauen erheben Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann. Die Frauen, die berichten von mutmaßlichen sexuellen Handlungen. Rammstein und auch Lindemann selbst dementieren die Vorwürfe. Doch wie ist es, wenn man auf der Bühne steht und zahlreiche Damen auch den Namen des Frontsängers rufen, ja, und vielleicht auch mal das eine oder andere schlüpfrige Angebot dabei ist? Wir haben darüber mit Musiker Marco Bogo gesprochen. Es sind ja Missbrauchsvorfälle gegen Till Lindemann von Rammstein laut geworden. Was sagen Sie denn dazu? Ich glaube, das muss man sehr ernst nehmen. Ich finde, dass die Äußerungen der Frauen, der Betroffenen, sehr glaubwürdig sind. Ich habe auch das Video von der Kayla Schicks als sehr eindrucksvoll erachtet. Und ich wünsche mir, dass das rasch aufgeklärt wird und dass die ganze Musikbranche und darüber hinaus eigentlich alle Branchen, die solche Probleme haben, und da ist natürlich klar, dass das in der Musikbranche ist, aber auch in der Filmbranche und so weiter, dass wir da Lehren daraus ziehen können. Es sind ja 2 Konzerte angesetzt in Wien von Rammstein. Finden Sie, sollten diese stattfinden noch oder eher nicht? Mir fehlt dabei die rechtliche Grundlage, auf welcher diese Konzerte abgesagt werden sollten. Das sehe ich dabei nicht. Wir leben in einem Rechtsstaat. Es gilt eine Unschuldsvermutung auch für den Herrn Lindemann. Wenn ein Veranstalter sagt, ich möchte nicht mehr mit der Band zusammenarbeiten, dann ist das legitim und auch rechtens, dann können sie es zurückziehen. Aber dass die Politik jetzt sagt, welche Konzerte stattfinden sollen und welche nicht, das finde ich bedenklich und ein bisschen gefährlich auch. Ja. Sie haben ja doch bei Pro und Contra geäußert, dass es eine Message wäre, wenn einfach alle zusammen nicht hingehen würden. Ich fände, das wäre die beste Message. Weil eins ist fix, der Herr Lindemann hat offensichtlich ein massives Problem im eigenen Ego. Und ich denke, dass die größte Strafe für ihn wäre, wenn einfach das Stadion halb leer wäre. Das würd sitzen. Und das wäre von der Gesellschaft her natürlich auch ein gutes Statement, wie man sich positioniert. Und zwar an der Seite von potenziellen, also mutmaßlichen den Opfern einfach. Ja. Finden Sie, bräuchten solche Konzerte ein besseres Sicherheitskonzept oder mehr Securities? Oder? Ich glaube, unsere Gesellschaft braucht mehr Sicherheitskonzept im Sinne von, dass wir nicht bei Veranstaltungen eigene Safe Spaces brauchen, um die Frauen zu schützen. Also das ist wirklich eine ganz, ganz fürchterliche Vorstellung. Wir müssen
den Frauen in unserer Gesellschaft einen sicheren Ort bieten und nicht in einem abgetrennten Bereich bei Konzerten, weil sich die Männer nicht im Griff haben. Also ich fände es ganz wichtig, dass das Verhalten der Männer, dass wir unseren Kindern, den heranwachsenden Anstand und Respekt und würdevolles Verhalten im zwischenmenschlichen Gefüge beibringen, das fände ich wichtig. Awareness-Teams, gut und schön, kann man machen, ist legitim, gibt es bei Fußballmatches genauso, dass man ein sicheres Feiern ermöglicht, das ist unbestritten, aber wenn ich anfange, dass ich überall, wo potenziell was passieren könnte, Safe Spaces errichte, dann brauche ich es letzten Endes überall, dann brauche ich es in der U-Bahn, dann brauche ich es in der Einkaufsstraße, brauche ich auch Safe Spaces. Außerdem ist es ein Abschieben der Verantwortung auf die Frau und nicht quasi Frauen, ihr könnt euch da schützen. Ich glaube, wir müssen mal bei den Männern ansetzen. Ist es eigentlich so ein Klischee als Musiker, dass man da Frauen mit hinter die Bühne nimmt? Es ist natürlich ein althergebrachtes Klischee. Es werden auch immer die Rolling Stones genannt und so weiter. Und dass dem immer schon so war. Das heißt aber nicht, dass es okay ist. Ja. Was ich okay finde, ist, wenn sich zwei erwachsene Menschen dazu entscheiden, gemeinsam zu schlafen. Das ist eine ziemlich normale Sache, finde ich. Das, was ich nicht okay finde, sind Machtgefälle, die ausgenutzt werden. Und ich glaube, das finden viele nicht okay. Am 29. Mai ist mit Peter Simonischek einer der bekanntesten Schauspieler gestorben. Ja, und heute gab es auch für viele Wegbegleiter und auch für andere Schauspieler die Möglichkeit, sich nochmal zu verabschieden. Am 29. Mai ist mit Peter Simonischek einer der bekanntesten Schauspieler Österreichs im Alter von 76 Jahren verstorben. Am 16. Juni waren über Mittag die Tore des Burgtheaters für die Bevölkerung geöffnet. Auf der Feststiege konnte man Simonischek die letzte Ehre erweisen. Sein Sarg war dort aufgebahrt, auch Kondolenzbücher lagen auf. Um 14.30 Uhr fand dann eine geschlossene Trauerfeier statt, an der unter anderem das Burgtheater-Ensemble, Freundinnen und Freunde sowie die Familie von Simonischek teilnahmen. Gesprochen hat unter anderem der Burgtheaterdirektor und die ehemalige Direktorin Karin Bergmann. Das alles geschieht streng nach einer überlieferten Dramaturgie, die verstorbenen Ehrenmitgliedern des Burgtheaters vorbehalten ist. Dazu gehört auch ein Ritual, das etwa gegen 15 Uhr stattgefunden hat. Simonischeks Sarg wurde in einem schwarzen Wagen im Schritttempo einmal um die Burg gefahren. Dahinter der Trauerzug. Bestattet wird Simonischek am Sonntag in dem Ort, in dem er aufgewachsen ist, in Markt Hartmannsdorf in der Steiermark. Zugleich bleibt er als Herr des Salzburger Domplatzes unvergessen, wo Simonischek von 2002 bis 2009 eine Rekordzahl prägnanter Auftritte als Jedermann absolvierte. Und schließlich trat er 2016 mit der Dramödie Toni Erdmann noch im reiferen Alter ins Rampenlicht des Weltkinos. Zuletzt stellte Simonischek noch persönlich seinen letzten Film Der vermessene Mensch von Regisseur Lars Kraume vor, in dem er einen Ethnologen am Ende des 19. Jahrhunderts spielt. Die Regisseurin Marie Kreuzer, die enthüllt in ihrer Dankesrede auch beim österreichischen Filmpreis weitere sehr komische oder sehr kuriose Vorfälle an einem Filmset. Sie nannte zum Beispiel ja auch keine Namen, aber dass ein Schauspieler onanieren sollte am Set. Das und mehr sehen Sie jetzt gleich, also nicht das, was er gemacht hatte, sondern die Vorfälle. Ja, und Kreuzers Film Corsage wurde eben am Donnerstagabend bei der Filmpreisverleihung trotz des Gerichtsverfahrens gegen Franz-Josef-Darsteller Florian Teichtmeister wegen Kinderpornografie mit 4 Preisen ausgezeichnet. Ja, und da gab es schon im Vorfeld Kritik, dass dieser Film überhaupt nominiert wurde. Die Causa Teichtmeister sei zu einer Causa Corsage gemacht worden, so die Regisseurin Marie Kreuzer bei ihrer Dankesrede zum österreichischen Filmpreis. Missbrauch würde man überall in der Gesellschaft begegnen, sagt sie. Dennoch appellierte sie auch an ihre eigene Branche, offener und ehrlicher über den Missbrauch in der Filmwelt zu sprechen. Doch verteidigte sie auch ihren eigenen Film. Denn Missbrauch sei nicht das Problem von Corsage, auch nicht das der Akademie oder der Filmbranche, sondern ein Problem von uns allen. In Corsage spielt Florian Teichtmeister eine der Hauptrollen. Er muss sich demnächst wegen des Vorwurfs, Aufnahmen von Kindesmissbrauch zu besitzen, vor Gericht verantworten.
Wann genau das sein wird, ist allerdings unklar. Einen neuen Prozesstermin gibt es nämlich immer noch nicht. Die Jury ließ sich von den Missbrauchsvorwürfen aber nicht beeindrucken. Der Film Corsage hat bei der Verleihung am Donnerstagabend 4 Auszeichnungen bekommen. Marie Kreuzer hielt die Dankesrede anstelle der verhinderten Vicky Krebs, die als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet worden ist. Es gelte jetzt, Arbeitsbedingungen beim Film zu schaffen, die Missbrauch möglichst vorbeugen würden und gegebenenfalls auch Konsequenzen ermöglichen. Je mehr, je offener, je ehrlicher wir auch in unserer Branche über Machtmissbrauch und Übergriff in und um Filmteams sprechen, je mehr der Geschichten, die wir alle kennen, werden publik werden. So Kreuzer wörtlich, die in ihrer Rede auch 3 weitere ekelerregende Vorfälle genannt hat. So habe ein Filmemacher als Penisdouble für einen Darsteller fungiert, der die Oralsex-Szene mit einer Kollegin nicht realistisch genug darstellen wollte. Weiter soll in einem anderen Fall ein Darsteller vor der Maskenbildnerin onaniert haben, sowie ein anderer Darsteller für eine Hauptrolle verpflichtet worden sein, obwohl eine gerichtliche Wegweisung seiner Lebensgefährtin vorgelegen hat. Ja, und ein Mann hat 2 Frauen in die Schlucht am Schloss Neuwanstein gestoßen. Eine von ihnen ist tot. Wir haben darüber berichtet. Ja, und auch der mutmaßliche Täter sitzt in Haft. Gegen ihn wird unter anderem wegen Mordes ermittelt. Es ist aber nicht das erste Mal, dass genau an diesem Ort etwas Schreckliches passiert ist. Am Mittwoch ist es beim berühmten Schloss Neuschwanstein zu einem brutalen Mord gekommen. 2 junge US-Touristinnen, 21 und 22 Jahre alt, haben auf einer Wandertour östlich der Marienbrücke einen Mann getroffen. Kurzerhand haben sie sich ihm angeschlossen. Über einen Fußweg ist das Trio dann zu einem Aussichtspunkt gelangt. Zudem soll der Mann die jüngere der beiden Frauen auch sexuell belästigt haben. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Sexualdelikt aus. Die 22-Jährige wollte ihrer Freundin helfen, worauf der Mann sie gewürgt hat und den Abhang hinuntergestoßen hat. Auch die Freundin stürzte die Schlucht hinab. Beide Frauen blieben nach dem etwa 50 Meter tiefen Fall nebeneinander liegen. Seit Donnerstag sitzt der 30-jährige Täter laut Polizei unter anderem wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Es war allerdings nicht das erste Mal, dass es am legendären Ort in Bayern zu einem Zwischenfall gekommen ist. Im August 2008 hat ein Pilzsammler bei Füssen den Körper von Solane G. gefunden. Die Angestellte eines Hotels in der Nähe Neuschwansteins war erwürgt und zerstückelt worden. Im September 2010 ist in der Pöllertschlucht die Leiche des Doppelmörders Jürgen K. entdeckt worden. Der 45-Jährige hatte zuvor seine Frau und seine 17-jährige Tochter getötet. Im Juli 2016 verschwindet ein chinesisches Ehepaar beim Besuch von Neuschwanstein. Trotz großer Suchaktionen konnten die beiden bis heute nicht gefunden werden. Bei dem jüngsten Fall mit den US-amerikanischen Touristinnen hoffen die Ermittler nun auf Foto- und Videomaterial vom Tatort. Dafür ist sogar ein eigenes Portal eingerichtet worden. Bis Freitagmorgen waren laut einem Sprecher nur etwa 12 Fotos und Videos eingereicht worden. Diese werte man jetzt aus. Ein gestohlenes Sturmgewehr ist Anfang Juni im Haus eines Kärntner Polizisten im Bezirk Klagenfurt-Land sichergestellt worden. Denn laut Polizei ist das Gewehr im Jahr 2015 aus der Polizeiinspektion Wels-Pernau gestohlen worden, wo eben der Polizist damals auch seinen Dienst verrichtet hatte. Ja, der Beamte, der wurde suspendiert. Aufgetaucht ist ein seit 8 Jahren aus der Welser Polizeiinspektion verschollenes Sturmgewehr bei einer sogenannten Verlässlichkeitsprüfung eines Kärntner Polizisten. Ausgerechnet 2015, als die Waffe verschwand, hatte der Beamte in der oberösterreichischen Stadtdienst. Eingewickelt in eine Decke lag das vollautomatische Gewehr nun in seiner Garage. 19 Waffen, 10 Gewehre, 9 Pistolen, sowie 5.100 Schuss Munition und verbotenes Kriegsmaterial wurden bei der Hausdurchsuchung gefunden. Einen Diebstahl des Sturmgewehrs, wie es auch beim Bundesheer tausendfach verwendet wird, kann man dem Polizisten nicht mehr vorwerfen. Denn die Tat wäre bereits verjährt. Angezeigt wurde der Kärntner Inspektor dennoch wegen des Besitzes von Kriegsmaterial, worauf eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren steht. Neben dem nun aufgetauten Sturmgewehr gelten bei der Polizei weiterhin 12 Glock-Pistolen als gestohlen, verloren oder einfach als unauffindbar.
Die Bundesregierung möchte mehr Beteiligung der Väter in der Kinderbetreuung. Ja, erreicht werden soll das durch einen am Mittwoch eingebrachten Gesetzesantrag, der vorsieht, dass 2 Monate der Karenzzeit vom Vater in Anspruch genommen werden müssen, sofern man die vollen 24 Monate nutzen möchte. Ja, außerdem soll der Familienzeitbonus auf 1.480 Euro verdoppelt werden. Änderungen bei der Elternkarenz hat die Regierung am Freitag bekannt gegeben. Die bisherige Regelung muss an eine EU-Richtlinie angepasst werden. Das heißt, zumindest 2 Monate der Karenzzeit müssen vom anderen Elternteil in Anspruch genommen werden. Dafür gibt es keine Verpflichtung, aber wenn 24 Monate in Anspruch genommen werden, dann müssen 2 Monate vom anderen Elternteil in Anspruch genommen werden. Bei der 12-monatigen Karenz ändert sich nichts. Wir hoffen, und das ist das Ziel der Richtlinie, dass damit die Väterkarenz auch häufiger in Anspruch genommen wird und damit es eine partnerschaftlichere Aufteilung der Betreuung gibt. Alleinerziehende haben weiterhin Anspruch auf 24 Monate Karenzzeit. Sollte man aber nur 22 Monate in Anspruch nehmen, ändert sich die ausbezahlte Gesamtsumme nicht. Anpassungen wird es auch beim sogenannten Papa-Monat geben. Was aber immer noch ein Problem beim Papa-Monat war, vielfach haben Familien mit niedrigen Einkommen das nicht in Anspruch genommen, weil es schlicht und ergreifend nicht leistbar war für die Familien. Der Papa-Monat soll aber nicht sein, dass sich nur gut betuchte Familien leisten können. Alle Väter sollen sich gleichberechtigt an der Kindererziehung beteiligen und daher wird das Geld, das man während des Papa-Monats bekommt, verdoppelt von 700 Euro auf 1.400 Euro. Im Monat. Erleichterungen soll es auch für pflegende Angehörige geben. In Zukunft soll eine Pflegefreistellung auch ohne direktes Verwandtschaftsverhältnis möglich sein. Die Änderungen sollen im Spätherbst in Kraft treten. Ob die Regierung ihrem Ziel, mehr Männer zu Karenzzeiten zu bewegen, damit näher kommen wird, bleibt abzuwarten. Und die EU-Kommission, die plant eine deutliche Lockerung bei der Kennzeichnung von Genpflanzen. Die Regeln, die sollen laut einem Gesetzesvorschlag entschärft werden. Und dadurch könnten Verbraucher gentechnisch veränderte Lebensmittel kaufen, ohne es zu wissen. Viele gentechnisch veränderte Lebensmittel könnten einem Gesetzesvorschlag der EU-Kommission zufolge künftig ungekennzeichnet auf den Tellern der Bürger landen. Ein unveröffentlichter Verordnungsentwurf liegt mittlerweile in Brüssel. Die Behörde will vorschlagen, bestimmte gentechnisch veränderte Pflanzen von den strengen EU-Gentechnikregeln auszunehmen. Offiziell vorgestellt werden soll das Vorhaben voraussichtlich im Juli. Konkret bedeuten die geplanten Regeln, dass etwa Verfahren wie die CRISPR-Cas-Genschere keinen EU-Gentechnikregeln unterliegen, wenn die dadurch entstandene Sorten auch durch Verfahren wie Kreuzung oder Auslese hätten entstehen können. Kurz erklärt, die CRISPR-Cas-Genschere ist ein molekularbiologisches Verfahren, um einen DNA-Strang an einer vorgegebenen Stelle zu durchschneiden und dort gezielt zu verändern. Die Pflanzen kann man also gentechnisch verändern, ohne fremdes Erbgut zu nutzen. An der Schnittstelle können einzelne DNA-Bausteine eingefügt, entfernt oder modifiziert werden. Das Verfahren funktioniert grundsätzlich bei allen Organismen. Solche Züchtungen würden den Plänen zufolge unter die sogenannte Kategorie 1 der durch neue Techniken gezüchteten Pflanzen fallen. Für die Biolandwirtschaft gelten die strengen Gentechnikregeln dem Vorhaben zufolge weiterhin. Im Entwurf heißt es, die Mitgliedstaaten dürften die absichtliche Freisetzung oder das Inverkehrbringen von NGT-Pflanzen des Typs 1 nicht durch Anforderungen verbieten oder einschränken. Ökolandbau ist per Definition frei von Gentechnik und daher ist die Sorge in der Branche groß. Ja, und tausende Menschen sind am Donnerstag für Reformen im Bildungssystem auf die Straße gegangen. Gerechte Bildung für alle war dabei auch das Oberthema und auch die Freizeitpädagogen, die waren mit dabei. Sie protestierten gegen eine Reform des Berufes der Freizeitpädagogen, denn diese sollen künftig nicht nur für die Gestaltung der Freizeit zuständig sein, sondern auch die Lernzeiten übernehmen und im Unterricht mithelfen. Protest kommt auch von Seiten der Sozialwirtschaft, etwa von
Nationalen Hilfswerk und Volkswirtschaft. Ja, und auch die Branche fordert vom Bildungsministerium ein Gipfeltreffen und dass man sie in die Reformplanung auch einbindet. Insgesamt 70 Organisationen und zivilgesellschaftliche Initiativen sind am Donnerstag beim Aktionstag Bildung auf die Straßen gegangen. Die Forderung: inklusive Bildung und bessere Aufwachs-, Lern- und Arbeitsbedingungen im Bildungsbereich und das für alle. In Wien demonstrierten einige tausend Menschen, in 5 weiteren Landeshauptstädten gab es ebenfalls Demos und Aktionen im öffentlichen Raum. In Wien und Graz wurde auch gestreikt. In Wien, wo laut Organisatoren rund 4000 Menschen zur Kundgebung in den Votivpark gekommen sind, wurde auf den Plakaten weniger Bürokratie, mehr Personal, Unterstützung und Autonomie gefordert. Sehr präsent waren auch Forderungen nach einem Bildungssystem mit genügend Ressourcen, damit auch behinderte Menschen gleichberechtigt daran teilnehmen können. Zahlreich vertreten waren bei der Demo auch die Freizeitpädagoginnen und Pädagogen von Bildung im Mittelpunkt. Diese hatten sich nach ihrem eigenen Protestmarsch, bei dem auch Neo-SPÖ-Chef Andreas Babler vorbeigeschaut hat, der Aktionstagsdemo angeschlossen. Die Kritik der Freizeitpädagogen richtet sich gegen die Umwandlung ihres Berufsbildes zu Assistenzpädagogen. Derzeit sind diese an ganztägigen Schulen für die Gestaltung des Freizeitteils zuständig. Künftig sollen sie auch Lernzeiten übernehmen bzw. im Unterricht mithelfen dürfen. Laut einem ersten Entwurf sollen sie dafür anders als bisher ab 1. September 2024 Matura haben müssen. Umgekehrt würde die Dauer ihrer Ausbildung von 2 auf 1 Semester halbiert. Bisheriges Personal soll zwar die Matura nicht nachmachen müssen und grundsätzlich übernommen werden, es würde allerdings in ein öffentliches Dienstverhältnis überführt werden. Von den rund 5000 Freizeitpädagoginnen und Pädagogen sind rund 2300 bei Bildung im Mittelpunkt beschäftigt, eine GmbH im Eigentum der Stadt Wien. Die Sozialwirtschaft Österreich stößt sich daran, dass man damit den Bereich der schulischen Nachmittagsbetreuung zerstören würde. Freizeitpädagogen würden derzeit etwa zahlreiche Zusatzaufgaben erfüllen und direkt am Standort mit den Schulleitungen kooperieren. So würden etwa Frühbetreuung und Ferienbetreuung übernommen und die Essensbestellung organisiert. Mit den Plänen des Bildungsministeriums würde die Organisation der Tagesbetreuung in die Bildungsdirektionen wandern und somit die lokale Vielfalt zerstören. Die Verbraucherpreise sind im Mai um 9% höher als im Mai 2022. Die Teuerung hat sich im Vergleich zum April verlangsamt, als die Preise im Jahresabstand um 9,6% gestiegen sind. Ja, und bei Nahrungsmitteln gibt es weiterhin eine zweistellige Teuerung. Die stärkste Inflationswelle in Österreich seit einem halben Jahrhundert wird vermutlich bald abebben. Im Mai verringerte sich der allgemeine Preisauftrieb auf 9% nach 9,6% im Vormonat. Damit stiegen die Verbraucherpreise so langsam wie seit Juni 2022 nicht mehr. Die Inflation hat sich auf hohem Niveau eingebremst, sagt Statistik Austria Generaldirektor Tobias Thomas. Wohl ist die Teuerung mit 8,8% noch immer auf einem kaum zu ertragenden Niveau. Allerdings zeigt sich im Detail, dass der Preisauftrieb im Mai deutlich langsamer geworden ist. Verglichen mit dem Vormonat April wurden Waren und Dienstleistungen nur noch um 0,3% teurer. Das ist der tiefste Wert seit August 2022. Zur Verdeutlichung: im April sind die Verbraucherpreise verglichen mit März noch um 0,8% gestiegen. Die Inflation hat sich auf hohem Niveau eingebremst. Das sagte Statistik Austria Generaldirektor Tobias Thomas laut Aussendung. Die Teuerung sei im Mai auf dem niedrigsten Wert seit Juni 2022 gewesen. Das liegt vor allem an den Treibstoffen, die deutlich billiger sind als vor einem Jahr. Der Anstieg der Preise für Wohnung, Wasser und Energie beeinflusste die Inflationsrate mit plus 2,86 Prozentpunkten und blieb damit der wichtigste Treiber der Inflation im Jahresvergleich. Es gab einen dramatischen Verkehrsunfall am Mittwoch in Rom. Ein Lamborghini-SUV krachte in einen Kleinwagen. Dabei starb ein erst 5 Jahre alter Bob. Die Mutter und die 3 Jahre alte Schwester des Buben wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ursache für den Crash soll eine Challenge für ein YouTube-Video gewesen sein. Bei einem dramatischen Unfall am Mittwoch im Süden von Rom ermittelt die Justiz nun gegen einen 20 Jahre alten Mann, der einen Lamborghini gelenkt hatte wegen fahrlässiger Tötung. Auch gegen 4 weitere Personen, die mit ihm im Geländewagen saßen, hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet.
Die jungen Erwachsenen sollen zum Zeitpunkt des Unfalls ein Video für eine Challenge gedreht haben. Offenbar finden sie sich während einer 50 Stunden andauernden Autofahrt für ihren YouTube-Kanal. Wenige Stunden vor dem Unfall postete einer der fünf ein TikTok-Video, das ihn zeigt, wie er im Lamborghini posiert. Es besteht der Verdacht, dass die YouTuber bei ihrer Fahrt rücksichtslos und zu schnell unterwegs waren. Die Mobiltelefone der fünf wurden beschlagnahmt. Ja, und die Corona-Pandemie, die hat vieles verändert. Über 3 Jahre galt eine internationale Gesundheitsnotlage. Die Weltwirtschaft war wie gelähmt. Ja, und neben schweren Folgen gibt es nach wie vor auch viele Rätsel. Medien berichten zurzeit vom Patienten Null, also dem Infizierten, von dem die Krankheit ausgegangen sein soll. Wissenschaftler Ben Hu, der in der Stadt Wuhan am Institute of Virology tätig ist, soll der Corona-Patient Null sein. Er habe dort SARS-ähnliche Erreger hergestellt und damit Experimente an Mäusen durchgeführt. Dabei dürfte er sich wohl angesteckt haben, mutmaßt eine Molekularbiologin. Eine nicht verwunderliche Entwicklung, denn um das Labor in Wuhan gab es schon früher einige Skandale. So sollen Ben Hu und seine Kollegen im Jahr 2017 im chinesischen Staatsfernsehen zu sehen gewesen sein, als sie mit SARS-ähnlichen Erregern experimentiert hätten, heißt es. Dabei soll niemand Schutzausrüstung getragen haben. 2019 machten republikanische Abgeordnete darauf aufmerksam, dass die Freisetzung des Coronavirus auf schlechte Laborsicherheitsstandards und Praktiken zurückzuführen sei. 2022 zeigte eine Untersuchung, dass die Ausrüstung in dem Labor mangelhaft ist und weder die Infrastruktur noch die Mitarbeiter in der Lage sind, mit solchen gefährlichen Erregern umzugehen. Im Jahr 2023 machte das Wall Street Journal auf ein geleaktes Geheimpapier aufmerksam, das dem Weißen Haus vorlag. Demnach soll ein Laborunfall zu der Pandemie geführt haben. Ja, und 9 Männer sind nach der Schiffskatastrophe von Griechenland festgenommen worden. Überlebende berichten von einer Massenpanik an Bord und von Frauen und Kindern, die es offenbar nicht mehr an Deck geschafft haben. Hilfe sei abgelehnt worden, behaupten zumindest griechische Offizielle. Die Schilderungen der Geretteten der Schiffskatastrophe zeichnen ein Bild des Grauens. Der britische Sender BBC zitiert einen Arzt aus Kalamata, wo die Menschen hingebracht wurden. Die Überlebenden berichten, dass im Inneren des Schiffs Kinder gewesen seien, Kinder und Frauen. Sie seien unter Deck zusammengepfercht worden. Die Angaben würden zwischen 50 und 100 liegen, berichtet der Arzt in Bezug auf die Anzahl der Kinder. Aufnahmen der griechischen Küstenwache zeigen das Fischerboot vor dem Untergang. Das Deck ist komplett voller Menschen. Es soll an Bord zur Massenpanik gekommen sein, als die Maschinen des alten Kutters ausfielen. Das übervolle Schiff sei daraufhin aus dem Gleichgewicht gekommen, gekentert und sofort gesunken. Überlebende gaben an, dass viele Passagiere nicht schwimmen konnten und kaum jemand eine Schwimmweste trug. Auch hätten sich die Menschen unter Deck, wo sich offenbar Frauen und Kinder aufhielten, so schnell nicht ins Freie retten können. Bereits Stunden vor dem Untergang des Schiffs sind auf veröffentlichten Luftaufnahmen verzweifelte Menschen auf dem Oberdeck des Schiffs zu erkennen, die offenbar mit ausgestreckten Armen um Hilfe rufen. Dennoch griff die Küstenwache zu diesem Zeitpunkt nicht ein. Hilfe sei abgelehnt worden, behaupten griechische Offizielle. Ein Netzwerk von Aktivisten gab jedoch an, dass sie während dieser Zeit wiederholt Notrufe von dem Schiff erhalten haben. Dem Vernehmen nach haben die Passagiere zwischen 5.000 und 6.000 Euro für ihre Fahrt in den Tod gezahlt. Ja, und Sie zu Hause können wieder etwas unterschreiben, denn mittlerweile gibt es 9 Volksbegehren, die auf Ihre Unterstützung warten. Die Themenpalette dabei ist immer wieder mal vielfältig und die Themen, die sind top aktuell. Von Montag bis zum 26. Juni können Sie in der neuen Eintragungswoche Ihren Favoriten aus 9 Volksbegehren wählen oder aber auch gleich alle unterstützen. Damit Ihnen die Entscheidung leichter fällt, hier ein Überblick. Das Begehren Neutralität Österreichs Ja will erreichen, dass Österreich seine immerwährende Neutralität abermals erklärt und bekräftigt, und zwar mittels eines weiteren Verfassungsgesetzes. Verfassungsrang soll nach deren Initiatorinnen auch das Anliegen der Anti-Gendern-Initiative erlangen. Dadurch soll man nicht zur Verwendung von Binnen-I oder Gender-Sternchen verpflichtet werden können.
Verbot für Kinder-Instagram will gesetzlich verhindern, dass Eltern ihren Kindern auf der Social-Media-Plattform ein Profil basteln. Begründung? Es handle sich um ein unkontrolliertes Datensammelnetzwerk, heißt es. Bei Instagram selbst liegt das Mindestalter gemäß den Nutzungsbedingungen bei 13 Jahren. Ob Eltern für ihre Kleinkinder Profile erstellen dürfen, ist aber ungeklärt. Selbsterklärend sind die Anliegen von Asylstraftäter sofort abschieben, Staatsbürgerschaft für Folteropfer und Untersuchungsausschüsse live übertragen. Bis dazu sind Live-Übertragungen von U-Ausschüssen nämlich nur Journalistinnen und Medienvertretern vorenthalten. Lebensmittelrettung statt Lebensmittelverschwendung hat das Anliegen, nach Vorbild Frankreichs, Italiens oder Tschechiens, Lebensmittelunternehmen und Supermärkte dazu zu verpflichten, nicht verkaufsfähige, aber noch genießbare Lebensmittel an gemeinnützige Organisationen oder direkt an Bedürftige zu spenden. Das Begehren Umsetzung der Lebensmittelherkunftskennzeichnung will die Versorgung der Bevölkerung mit heimisch regional erzeugten Lebensmitteln in der Verfassung als Grundrecht verankern. Last but not least das Volksbegehren Rettung unserer Sparbücher. Hier wiederum soll die öffentliche Hand einen Inflationsausgleich für Sparguthaben subventionieren. Unterzeichnet werden können die Volksbegehren in einem beliebigen Eintragungslokal in ganz Österreich oder einfach online mittels elektronischer Signatur. Und wir kommen zum Schluss noch zum Wetter. Da wird es nämlich wieder wärmer und auch zeitweise überall sonnig. Allerdings ist es noch immer nicht so beständig. Von den Temperaturen schaut es aber ziemlich gut aus. 25 Grad wird es am Samstag haben, Sonntag sogar um die 29 Grad. Und nächste Woche, da knacken wir schon die 30er-Marke. Montag 32 Grad, Dienstag auch um die 32 Grad, Mittwoch auch 31 Grad. Das wird Freude bereiten. Auch das Programm, was Sie heute noch bekommen von Krone TV, denn weiter geht's jetzt mit dem Sport. Bleiben Sie bei uns. Schönes Wochenende.